Willkommen zurück zu Attack on Titan Wings of Freedom. Und ich, ja, ihr werdet vermutlich merken, dass der Part direkt nach dem anderen aufgenommen ist. Ich denke jetzt auch, ich werde erstmal ein paar Parts jetzt am Stück aufnehmen. Ist jetzt zwar schon, ich glaube, 10 Uhr oder so, aber kann noch ein paar aufnehmen. Die nächsten werde ich dann morgen aufnehmen. Und ich habe gerade geguckt, der andere Part ging 14 Minuten 46. Und das hätte tatsächlich gepasst. Ich habe zwar SharePlay auf 30 Minuten eingestellt, statt 15. Aber ich denke mal, dann kann ich so zwei Level pro 30 Minuten Part machen. Oder eventuell mache ich auch nur 15 Minuten Parts, ich muss mal gucken. Aber manche Level gehen halt schon 20 Minuten, dann würde das halt nicht hinkommen. Und ja, aber ich denke mal, das war es auch schon zu irgendeiner komischen Erklärminute im ersten Part. Weil für den Part habe ich jetzt statt Erklärung tatsächlich schon Thema, was mich im Moment halt selbst jetzt stark betroffen hat. Ich weiß ja nicht, ob es auf beide Dinge jetzt zutrifft, aber ihr werdet ja gleich hören, was ich sage. Also, ich werde gleich darüber erzählen. Ach, und hier kurz. Finde ich schön, dass das Spiel in Japan vor halbem Jahr rauskam oder sogar länger. Und das liegt nur an Übersetzung. Also wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, es ist schwer, die Lizenzen zu bekommen und so weiter. Und ich kann nachvollziehen, dass es so lange dauert. Aber wenn es wirklich so lange dauert, dann noch wirklich dumme Fehler machen, wie du warst die 8 beste Conny. Und Conny ist der links, ganz links. Und Conny ist halt nicht weiblich. Also, das ist auch bei One Piece Pirate Warriors 3 so gewesen. 6 Monate nach Release kommt es auf Deutsch. Und hier kurz Ladekabel einstecken vom Controller. Und dann machen sie noch dumme Fehler bei der Übersetzung. Also es stört mich jetzt nicht wirklich. Es kommt ja eigentlich aufs Gameplay an, aber man könnte halt schon erwarten, dass die paar kleinen Texte, die es gibt, fehlerfrei geschrieben werden. Oder nicht? Wie seht ihr das? Also ich finde schon. Ich finde das lächerlich, um echt zu sein. Klar, man kann immer fair machen. Ich will jetzt auch nicht die Leute, die das übersetzen, beleidigen oder so, aber ich finde, man sollte einfach Leute übersetzen lassen, die eventuell sogar ein bisschen Ahnung von dem Anime haben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da Leute, aber es ist einfach nur dumm. Dazu nur kurz. Also sowas kommt, glaube ich, auch ein paar Mal im Spiel vor. お前、独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ、作業に戻ろう。お前ら。 5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。 Thank you.
まただ。また巨人が入ってくる。 Ah, jetzt können wir zum ersten Mal gegen Titanen kämpfen, abgesehen von eben gerade, aber das konnte man in echt auch erst nach der Story machen. Und jetzt nochmal zu, ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich jetzt über ein Thema reden, aber ich glaube, das mache ich später oder halt im nächsten Part. Weil ich werde jetzt doch nochmal was zum Gameplay sagen. Und zwar, da ich ja das Spiel schon durchgespielt habe und ziemlich starke Waffen habe, wird der normale Story-Modus sehr einfach. Also wirklich sehr, sehr einfach. Ihr werdet in diesem Part schon sehen, warum. Oder eher gesagt, in diesem Level. Weil, ja. Normalerweise ist der Kampf gegen den kolossalen Titan nicht super einfach. Ja, aber ihr werdet halt gleich sehen, was ich meine. Und, ach, was ich noch sagen wollte, ich werde versuchen, in jedem Level nochmal 100% zu erspielen. Einfach um so gesehen eine Anleitung für Leute zu machen, auf Deutsch, die das Spiel nicht komplett durch haben. Damit sie einfach wissen, wenn sie irgendwo die fatale Unterwerfung nicht haben, was sie in dem Level dafür machen müssen. Weil das wusste ich am Anfang auch nicht in jedem Level. Da habe ich Leute in Communities gefragt und bis er geantwortet hat, dann hatte ich es halt selbst herausgefunden. Also im Prinzip kann man es selbst herausfinden, aber manchmal hat man ja auch nicht hier genug Zeit. Also ich will in jedem Level zumindest die fatale Unterwerfung schaffen, wofür man im Prinzip eigentlich immer es braucht. これとさせて奴の注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。お前ら。よし、行くぞ。コニー、サシャ。ありがとな。おお。みんなでやればなんとかなるもんだよな。 Ah, und zum Thema kolossaler Titan, ich denk mal so, wenn ich den Level vom Expeditionsmodus spiele, ich weiß nicht, ob ich sie immer Zwischenlevel spiele oder einfach nach der Story. Aber ich denke, im Expeditionsmodus werde ich auch über die Geschichte im Manga reden. Also, wer den Manga noch nicht gelesen hat, würde ich dann sagen, Spoiler-Alarm. Aber im Moment in den normalen Story-Parts werde ich nicht darüber reden. Also, damit man nicht gespoilert wird. Aber jetzt gleich seht ihr, was ich meine damit, dass es zu einfach ist. Der normale Angriffsmodus. Hallo? Ja, ich weiß, dass man den kolossalen Titan nicht anvisieren kann. Deshalb muss man mit Kanonen angreifen. Hui, wer hätte es gedacht? So, und jetzt pass auf. Normalerweise hat er wirklich ein paar Schüsse gebraucht und es war gar nicht so einfach. Aber jetzt, wenn man es durch hat, braucht er 3 Schüsse. Mit Hanji wahrscheinlich sogar nur ein oder so.
Mit Levi wahrscheinlich auch. Levi. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Levi's Angriff auch auf die Kanonen bezogen ist. Aber es könnte sein. Und am Spiel finde ich auch gut, dass sie wirklich immer die Waffen und das, die 3D-Manöver-Ausrüstung zeigen, die man gerade ausgerüstet hat. Weil es ist ja von denselben Entwicklern wie auch die Pirate Warriors-Spiele. Und im ersten Spiel war das auch noch so, wenn man einen bestimmten Skin hatte, haben sie den auch in den Cutscenes gezeigt. Aber später wurde die Idee dann, ich weiß nicht, ob die Idee im Prinzip verworfen wurde oder es einmal nicht mehr so gemacht wurde, aber ich fand das an Pirate Warriors 1 immer ganz toll eigentlich, dass man im Prinzip Buggy mit dem Ruffy aus der neuen Welt besiegen konnte. Das war eigentlich immer ganz witzig. Deshalb mag ich das auch hier am Spiel. Hier, wie man sieht, Eren hat komplett andere Sachen wie die anderen. Und ja, auch mit S abgeschlossen. Und wie gesagt, das will ich eigentlich in jedem Level schaffen. Und jetzt denke ich, im nächsten Level kann ich darüber reden, worüber ich ursprünglich reden wollte. Oder, ja, nee, ich fange jetzt noch nicht an. Da ist im anderen Level dann mehr Redebedarf. Mal sehen, ob ich überhaupt genug dazu reden kann. Aber ich denke mal, ich kann mir da was einfallen lassen. So, jetzt kommt hier erste Schlacht. Ja, und ich denke, danach werde ich den Part auch beenden. Weil im nächsten Level ist man eh jemand anderes. Also nur nochmal zum ersten Video, weil das ja nicht im ersten Part gezeigt wurde. Also im ersten Level waren einfach Armin, Mikasa und Eren Kinder und Hannes hat sie dann vor dem Titan gerettet, den ich im ersten Level getötet habe. Und dieser Titan hat halt Erens Mutter gegessen und deshalb will Eren alle Titanen töten und ist halt hier zur Armee gegangen. Kurze und knappe Erklärung, die aber wirklich alles beschreibt, was in der ersten Folge vom Anime passiert ist. Ich weiß auch nicht, müsstet ihr auch wieder in die Kommentare schreiben, ob ich diese Texte selbst vorlesen soll und wie schnell ich sie überspringen kann. Weil es kommt ja immer auf die Person an, die das gucken. Und ja, das hängt ja nicht von mir ab eigentlich. Und was war das gerade? Ach du Kacke, ja gut, meine Zimmertür ist abgeschlossen. Eigentlich ist niemand zu Hause. Ach, war nix. Selbst wenn Baseballschläger sind greifbarer Nähe. So viel dazu. Ja, umso finsterer es raus mit, umso umso finsteres draußen wird, umso abergläubischer wird man. Tut mir leid, dass ich das Video gerade übersprungen habe, aber ich zeige euch das Video einfach nach dem Level hier im nächsten Part, weil ich glaube, das Video beende ich jetzt hier und rede dann im nächsten Part über das Thema, über das ich reden wollte.
Weil ich werde mal kurz aus meinem Zimmer gehen und gucken, was da ist.